Hallo und herzlich willkommen bei 10x Trading, dein Kanal rund ums Thema Charttechnik. In der heutigen Marktanalyse sprechen wir darüber, wie die Märkte nächste Woche weiterlaufen könnten. Wir haben ja am Montag den wichtigen Memorial Day Feiertag in den Vereinigten Staaten und danach gibt es eine ausführliche Analyse zur Apple-Aktie und zur Microsoft-Aktie. Bevor wir mit der Marktanalyse beginnen, lass dem Video direkt mal dein Like da und abonniere auch den Kanal, dann bist du jetzt in dieser wichtigen Marktphase immer auf dem neuesten Stand. Zu Beginn der Analyse werfen wir einen kurzen Blick auf den Fear and Greed Index und da sehen wir, dass der aktuell wieder bei 21 steht. Der war ja im Tief schon unter 10, das heißt, da waren wir wirklich in der absoluten und totalen Angst unterwegs und jetzt mittlerweile sind wir fast schon wieder im Bereich der normalen Angst. Die Neutralität wäre so bei ca. 50, der Bereich der Gier würde so bei etwa 60 beginnen. Wir schauen uns das mal hier kurz auf der Timeline auch an und da sehen wir auch diese schöne Entwicklung mit den Märkten natürlich gleichzeitig. Die Märkte sind gestiegen und der Fear and Greed Index hat sich hier von den Tiefständen erholt. Wir schauen uns jetzt gleich in den Charts an zum S&P 500 und auch zum Nasdaq, inwieweit die aktuelle Rallye uns jetzt hier tragen kann, wo die Kurse an Widerstände stoßen. Aber übergeordnet kann man hier sehen, dass diese Entwicklung schon durchaus schön ist. Wir werfen hier auch mal einen kurzen Blick auf diese Erholungsrallye, die wir Ende März, Mitte März, Anfang April gesehen hatten. Da konnten wir den Fear and Greed Index durchaus auf 62, also schon in dem Bereich der Gier, nach oben befördern. Das heißt, wir haben hier noch durchaus ordentlich Aufwärtspotenzial. Aber wie gesagt, das schauen wir uns auch gleich in den Charts an. Wir sehen den Crypto Fear and Greed Index und der ist bei 14 aktuell. Hier von den Tiefständen von 12 hat er sich jetzt leicht erholt. Ich hatte ja im Video am Freitag schon gesagt, dass der Krypto bzw. der Bitcoin die Erholung nicht wirklich mitgemacht hat. Das hat sich bis aktuell auch noch nicht geändert. Wir schauen uns natürlich auch gleich den Bitcoin-Chart an, was wir jetzt hier vom Bitcoin sehen wollen oder sehen müssen, damit er sich hier wieder den Indizes etwas annähert und wir hier nicht von einem negativen Entkoppelungsereignis sprechen müssen. Aber dazu, wie gesagt, gleich mehr beim Bitcoin-Chart. Übergeordnet sehen wir, dass wir jetzt hier wirklich in diesem dicken Pulk an Berechnungspunkten sind und hier wirklich am Tiefstand, wenn man hier die historische Vergangenheit anschaut, er war wirklich selten unter 10 und wenn, dann war das immer im Bereich von so einer gewissen Bodenbildung. Dazu, wie gesagt, gleich mehr im Chart vom Bitcoin. Wir kommen zum Volatilitätsindex und sehen, dass der hier am Freitag exakt in dem wichtigen Support-Resistance-Bereich geschlossen hat zwischen 26 und 25, hat einen Schlusskurs in der Volatilität von 25,61. Hier der Volatilitätsindex auf den S&P 500 und da sind für mich jetzt zwei Szenarien denkbar, auf die wir einfach achten müssen. Das eine ist, dass wir es hier schaffen, die Volatilität tiefer zu drücken, also unter die 25 hier im Zweifelsfall, wie wir es hier gesehen hatten am 14. April, dann nochmal einen Widerstandstest kommen und dann hier nochmal tiefer gehen. Das heißt hier dann im Endeffekt die Aussicht, dass sich die Märkte weiter entspannen, dass diese Rallye, die wir aktuell sehen, eben noch mehr Beine bekommt und sich fortsetzen kann, um die Volatilität hier runterzudrücken in den tiefen Bereich der 20er oder das für die Märkte bärische, also negative Szenario wäre, dass sich die Volatilität hier doch aufschaukelt. Wir an den Märkten, also im S&P 500 und im Nasdaq so eine Art Bullenfalle gesehen hatten und wir doch wieder die große Korrektur bekommen, dann wäre es wahrscheinlich, dass wir hier Support finden, so wie wir es hier Anfang Mai gesehen hatten und hier auch nochmal Mitte Mai, wo wir hier kurz reingedippt sind und dann doch wieder durchgestartet sind in der Volatilität. Das muss jetzt der Wochenanfang zeigen. Allerdings haben die Märkte am Freitag fast auf Tageshöchststand geschlossen und das, obwohl am Montag ein großer Feiertag ist in den Vereinigten Staaten. Nicht vergessen, wir haben Memorial Day am Montag. Das ist immer der letzte Montag im Mai. Dort wird in Amerika den gefallenen Soldaten gedacht und das ist ein durchaus hoher Feiertag und da haben die Börsen auch geschlossen. Das heißt, der Markt hat sich jetzt am Freitag sehr, sehr hoch und das, wie gesagt, schauen wir uns gleich in den Charts an, aber fast auf Tageshöchstkurs geschlossen und das, obwohl am Montag Feiertag ist, das heißt in ein langes Wochenende hinein und das ist durchaus für mich ein sehr, sehr positives Signal, dass hier keine großen Abverkäufe am Freitag stattgefunden haben, sondern wie gesagt, wir hier Stärke in den Marktschluss gesehen haben, das heißt tatsächlich aktuell für mich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ist durchaus das Szenario, dass wir hier weiter runterkommen in der Volatilität und hier wirklich die Erholung an den Märkten noch etwas fortgesetzt wird. Wir kommen zum S&P 500 hier im 8-Stunden-Chart und hier sehen wir wirklich diese fantastische Entwicklung, die wir am Freitag gesehen hatten, beziehungsweise eigentlich Donnerstag und Freitag hier. Donnerstag der Ausbruch aus diesem wichtigen Abwärtstrendkanal, der diesen gesamten Downtrend, den wir jetzt praktisch im Ende April, beziehungsweise seit April bis Mai hatten und hier wirklich der Ausbruch aus diesem Abwärtstrend. Hier nochmal ein kleiner Backtest dann in der Früh am Donnerstag und dann hatten wir wirklich hier absolut starkes Momentum nach oben. Wir sind hier auch aus den wichtigen Bereichen ausgebrochen, hier aus dem Zwischen
hoch ausgebrochen, das wir Mitte Mai gebildet hatten, hier bei ca. 4.100 Punkten, das ich erwähnt hatte, was so wichtig ist. Da sind wir ausgebrochen und haben wirklich, wie gesagt, auf Tageshöchstkurs absolut stark geschlossen. Also hier wirklich ein sehr, sehr bullisches Bild im S&P 500. Das Einzige, was man jetzt hier beachten muss, ist, wir sind jetzt im 8-Stunden-Chart am oberen Bereich des RSI. Wir sind auch am oberen Bereich der Bollinger-Bänder. Hier sind wir sogar ausgebrochen. Das heißt, ich rechne jetzt hier durchaus damit, dass der Kurs noch mal ein bisschen zurückkommen kann. Wir haben jetzt hier auch ordentlich Luft zu diesem Zwischenhoch. Das heißt, wenn wir jetzt hier wirklich eine Korrekturbewegung bekommen, dass wir die 4.000 Punkte von oben nochmal antesten, das wäre absolut nicht bedenklich. Im Gegenteil, dann würden sich einfach die Indikatoren wieder aus den überkauften Bereichen erholen und wir hätten dann wieder frische Kraft für ein neues Aufwärtsmomentum. Das heißt, hier jetzt wirklich die Augen drauf, Beginn nächster Woche, wenn die Märkte dann am Dienstag öffnen. Eventuell bekommen wir auch am Montag, falls die Futures offen haben, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, dann könnte es auch sein, dass wir am Montag noch so einen kleinen Backtest bekommen und dann wirklich am Dienstag die Rallye weitergeht. Aber ich wäre jetzt hier insgesamt ein bisschen vorsichtig mit absoluten Neukäufen hier oben, sondern ich würde wirklich jetzt mal schauen, wann wir die kleine Korrektur bekommen, weil die wird auf jeden Fall bekommen. Es geht jetzt hier nicht senkrecht nach oben. Das ist einfach nicht drin, weil die Märkte sich immer in Wellenbewegungen fortbewegen. Das heißt, hier jetzt wirklich der Backtest der 4.100 Punkte ist für mich sehr, sehr wahrscheinlich. Die hatten wir hier Anfang Mai als Support getestet, hier dann Mitte Mai als Widerstand. Und wenn wir die jetzt hier praktisch dann Ende Mai, Anfang Juni als Support backtesten, dann kann diese Rallye wirklich nochmal Beine bekommen. Wir haben ja hier übergeordnet auch dieses schöne Szenario des Doppelbodens, wo wir wirklich hier diesen kurzen Schreckmoment hatten und jetzt hier durchstarten. Wenn wir den abmessenden Doppelboden, das hatten wir auch schon das Szenario hier, dann sehen wir, dass wir im Endeffekt ein Ziel bei dieser Rallye hätten von ca. 4.300 bis 4.350 Punkten. Das wäre auch dann hier in etwa das 61er Fibonacci aus dieser Abwärtsbewegung. Das heißt hier die Retracement-Bewegung hoch. Hier auch im Bereich dieser Zwischenhochs. Das heißt, das ist für mich ein sehr, sehr signifikanter Bereich, wo ich denke, dass diese Rallye dann Probleme bekommen wird und wir zumindest zu einer größeren Korrekturbewegung ansetzen. Wie tief die dann geht im Zweifelsfall, ob wir es dann wirklich nochmal mit einem massiven Abverkauf von hier oben zu tun bekommen oder ob wir dann im Endeffekt hier auch wieder nur milde korrigieren. Das müssen wir jetzt abwarten, aber hier für mich die Erwartung oder die Einschätzung, dass diese Rallye durchaus noch fortgesetzt werden kann bis zu 4.300 bis 4.320 Punkten. Wir kommen zum Nasdaq, auch im 8-Stunden-Chart und hier sehen wir auch eine extrem starke Entwicklung am Freitag. Wir sind hier wirklich auf Tageshöchststand in das Closing gegangen, ins Wochenende gegangen und haben sogar noch am Ende die 12.700 Punkte rausgenommen, ganz knapp, und haben auf 12.714 Punkten geschlossen. Das heißt auch hier ein sehr, sehr starkes, sehr, sehr starke Entwicklung und hier jetzt auch übergeordnet, wenn wir hier von dem letzten Zwischenhoch reingehen, der Doppelboden, der sich jetzt hier ausspielt. Wir sind jetzt hier aus der Nackenlinie, die wir ca. bei 12.600 Punkten hatten, ausgebrochen. Und wenn wir jetzt hier auch das Ziel ansetzen, ich habe das hier schon vorbereitet, wir gehen hier vom Hoch von der Nackenlinie zum Tief der Korrektur und bauen die hier im Endeffekt an der Ausbruchstelle an. Auch hier sehen wir, dass uns das Target ca. auf 13.600 bis 13.800 Punkte führen würde, was dann auch gleichbedeutend wäre hier mit dem 61er Fibonacci. Das heißt, falls diese Bewegung jetzt wirklich fortgesetzt wird, für mich das Kursziel hier bei ca. 13.600 Punkten. Das wäre dann auch hier, wie wir es gerade im S&P 500 gesehen haben, gleichlaufend mit diesen Zwischenhochs, die wir Anfang Mai gesehen hatten. Und was ich gerade im S&P nicht dazu gesagt habe, was jetzt hier im Nasdaq gilt und natürlich auch für den S&P, hier in dieser Aufwärtsbewegung, falls diese Rallye jetzt fortgesetzt wird, wirklich aggressiv Gewinne mitnehmen, denn wir sind übergeordnet natürlich auch hier nach wie vor in einem Abwärtstrend. Das darf man sich jetzt hier nicht schönreden. Wir sind, solange wir hier aus diesem Zwischenhoch von Ende März, Anfang April nicht ausbrechen, sind wir übergeordnet in einem Abwärtstrend aus höherem Hoch, einem Tief, einem tieferen Hoch und einem tieferen Tief. Das heißt hier wirklich übergeordnet der große Abwärtstrend. Und um den zu brechen, müssten wir hier wirklich aus den 12.500 Punkten ausbrechen. Und dann können wir über neue All-Time-Highs eventuell sprechen. Aber bis das nicht passiert ist, muss man vorsichtig bleiben. Muss man wirklich in die Rallyes hinein, wenn man sich positioniert hat, aggressiv Gewinne mitnehmen. Dann kann man diese Bärenmarkt-Rallyes wirklich sehr, sehr gut spielen. Man darf hier aber nicht gierig werden und muss immer sozusagen mit der großen Korrektur wieder rechnen. Das heißt, falls wir jetzt hier nächste Woche die Fortsetzung bekommen, auf jeden Fall in diese Steigerung oder in diese steigenden Kurse hinein Gewinne mitnehmen, um dann hier wirklich zu schauen, wie sich der Kurs verhält. Bei 13.800 Punkten sollten wir natürlich dann hier wieder den großen Ausbruch bekommen.
falls wir dann hier wirklich durchgehen und dann hier das 61er Fibonacci als Support testen würden, dann könnte man sich hier wieder positionieren, um für das Fortsetzen dieser Bewegung zu spekulieren. Aber aktuell wirklich vorsichtig bleiben, hier die Gewinne, die man hat, mitnehmen und darauf warten, was der Kurs hier im Bereich dieser wichtigen und harten Widerstände machen wird. Wir kommen zum Bitcoin auch im 8-Stunden-Chart und sehen hier eine sehr, sehr eigenartige Entwicklung. Während die Indizes am Freitag vor allen Dingen ja sehr, sehr stark ins Wochenende gegangen sind, ist der Bitcoin sehr, sehr schwach ins Wochenende gegangen. Wir waren hier sogar kurzzeitig dann mal nahe der Tiefstände dieser gesamten Korrektur, haben uns jetzt mittlerweile von diesen Tiefständen schon wieder deutlich erholen können. Wir waren heute auch mal schon kurzzeitig bei 29.500, da hat der Bitcoin dann durchaus Stärke gezeigt. Aber übergeordnet muss man hier schon sagen, dass der Bitcoin sich hier so ein gewisses Maß an Abkoppelung erlaubt hat von den Indizes. Das heißt, während die Indizes, wie gesagt, Stärke gezeigt haben, hat der Bitcoin eher sogar Schwäche gezeigt. Und da kommt für mich halt jetzt ein sehr, sehr gefährliches Szenario ins Spiel. Und zwar, wenn wir es jetzt hier nicht schaffen, ich habe jetzt hier mal so eine gewisse Formation eingezeichnet, der Abwärtstrend, ja gut, im Endeffekt ist der Widerstand oben die 30.000 und dann die 31.300. Der Abwärtstrend dient eigentlich nur so ein bisschen dem Symbolcharakter, dass wir hier einfach tiefere Hochs generieren. Aber was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist dieser Aufwärtstrend, den wir hier sehen aus diesem Schreckmoment von der Luna-Geschichte. Hier am 26. Mai so ein Tiefstand bei 28.000 exakt und hier dann am 28. bzw. am 27. Mai die 28.300. Das heißt, wir machen schon übergeordnet höhere Tiefs im Bitcoin, das sieht schon gut aus, aber wir müssen jetzt hier ausbrechen, denn das schlechte oder das negative Szenario ist natürlich ganz klar, wenn die Indizes nächste Woche korrigieren oder mal zwischenkorrigieren, was ja sehr, sehr wahrscheinlich ist, und der Bitcoin schafft es hier nicht, sich abzusetzen von diesem wichtigen Support, denn wir dürfen uns nichts vormachen, die 28.500, die sind alles. Die waren letztes Jahr im Sommer alles, als wir die große Korrektur hatten im Kryptobereich, und die waren auch zu Beginn 2021, als wir das erste Mal von 42.000 runter korrigiert haben, war hier auch der wichtige Support. Dieser Bereich hier, der grün eingezeichnet ist, der ist alles, und darunter ist relativ wenig, was uns davon abhält, in die Tiefen 20.000er abzutauchen. Und diese relative Schwäche, die der Bitcoin jetzt zeigt, die kann sehr, sehr gefährlich werden. Wie gesagt, wenn nächste Woche die Indizes korrigieren und der Bitcoin hat hier zu wenig Abstand gewonnen, das heißt, wir sind hier noch nicht mal über 30.000 und der Bitcoin wird dann auch mit abverkauft, dann ist es durchaus denkbar, dass der Bitcoin es nicht schafft, sich hier über diesen wichtigen Support zu halten. Das heißt, für mich aktuell diese Abkoppelung von den Indizes birgt auf jeden Fall die Gefahr in sich, dass der Bitcoin nächste Woche im Zweifelsfall hier diese Supports nicht halten kann, was natürlich jetzt nach wie vor jederzeit denkbar ist. Wir haben Sonntag, das Volumen ist extrem niedrig, die Liquidität ist extrem niedrig, dass wir hier wirklich noch den Ausbruch bekommen und der Bitcoin hier seine typischen 10% Kerzen dann in den Chart brennt, sodass wir wirklich mal so einen 10% Schub nach oben bekommen. Das wäre hier so in etwa gleichbedeutend, falls das wirklich noch passieren sollte, dass wir hier zumindest mal aus den 31.000 ausbrechen. Die könnten wir dann im Zweifelsfall nochmal backtesten. Und dann hätten wir auch im Bitcoin den Ausbruch und könnten hier wirklich mal mit einer gewissen Erholungsbewegung rechnen, die uns dann auch gut und gerne in die hohen 30er tragen kann. Aber so weit möchte ich aktuell noch gar nicht gehen, weil hier wirklich für uns jetzt extrem wichtig ist zu beobachten, schafft es der Bitcoin noch aus den 30.000 hier auszubrechen oder gehen wir dann wirklich in diesen schwachen Bereich unter 30.000 in die neue Handelswoche, und dann wird es wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten sein, wie die Indizes sich verhalten und wie der Bitcoin sich dann im Zweifelsfall zu den Indizes verhalten würde, wenn diese ein bisschen abverkaufen. Bevor wir jetzt zu den Aktienanalysen kommen, vergiss nicht im Video dein Like da zu lassen und auch den Kanal zu abonnieren, dass du wirklich in dieser wichtigen Marktphase jetzt immer auf dem neuesten Stand bist. Wir kommen zur Apple-Aktienanalyse und sehen den Chart hier erstmal in der 3-Tages-Form, einfach um uns ein richtiges übergeordnetes Bild zu machen von der Aktie. Wir sehen hier den Bereich seit dem Corona-Tief hier unten eingekreist, da waren wir so circa bei $53 und Apple hat sich dann natürlich auch mit den Tech-Aktien 2020 und 2021 hervorragend entwickelt, hatten hier einen mehr oder weniger senkrechten Run bis auf die $137, hatten hier Widerstand gefunden, kamen hier durch, hatten hier so eine Art Doppeltop dann gebildet, sind kurz durchgebrochen, aber
wurden dann bei ca. 144 Dollar wieder durch diesen wichtigen Bereich gedrückt. Das sehen wir auch gleich, warum der Bereich so wichtig ist. Gingen dann hier eine Weile seitwärts und konnten im Juli 2021 dann endlich ausbrechen und haben hier dann das neue All-Time-High generiert bei ca. 157 Dollar. Kam zurück, haben diesen wichtigen Bereich bei den ca. 140 Dollar, 140 bis 138 Dollar dann als Support getestet, konnten hier ein neues All-Time-High generieren auf ca. 182 Dollar und dann kam der große Tech-Abverkauf, den wir Beginn oder Anfang bis jetzt 2022 eben gesehen hatten, hatten hier dann eben diesen Zwischentief generiert. Ich habe jetzt hier mal so einen kleinen Abwärtstrend eingezeichnet, der hier diesen Abverkauf symbolisieren soll. Wir hatten hier so einen kleinen Ausbruch, das war mehr oder weniger ein Fake-Out. Hier konnten wir auch kein neues All-Time-High generieren Mitte März und haben dann wieder scharf abverkauft. Apple ist dann hier zwischenzeitlich nach unten auch durchgebrochen durch diesen Trendkanal. Das schauen wir uns auch gleich im Tageschart noch ganz genau an, was hier passiert ist. Ist dann auch kurz durch diesen wichtigen Support gebrochen bei 140 bis 138 Dollar und ist dann hier eingetaucht in die Golden Zone zwischen dem Corona-Tief und dem All-Time-High. Hier war das 38er Fibonacci bei ca. 133 US-Dollar und dort hat Apple dann gleichlaufend mit dem S&P 500, der hier auch eingetaucht ist, kurz in diese Golden Zone, diesen starken Kaufdruck bekommen. Das war der Tag, wo der S&P 500 kurz mal in den Bärenmarkt abgedippt ist, da wo sich jetzt rückblickend einfach die große Kaufgelegenheit gebildet hatte und dort hat auch Apple natürlich dann eine super Kaufgelegenheit gehabt, rückblickend, und man ist hier wirklich senkrecht in der letzten 3-Tageskerze wieder durchgestoßen durch diesen wichtigen Support und auch wieder in diesem aktuellen Abwärtstrend. Wie gesagt, das schauen wir uns jetzt gleich im Tageschart an, wie die aktuellen Kursziele bei Apple lauten und wie es jetzt aktuell weitergehen kann. Aber übergeordnet durchaus das interessante Bild und auch für die Zukunft jetzt einfach ein extrem wichtiger Preisbereich, den jeder auf dem Chart haben sollte bei Apple. 140 Dollar bis 138 Dollar, das ist zurzeit wirklich alles, worauf wir uns konzentrieren müssen. Das ist der wichtige Support. Wenn es wirklich nochmal drunter brechen sollte, denke ich, dann kann Apple auch nochmal deutlich tiefer abkorrigieren. Das heißt, wir haben ja wirklich diese übergeordnete Kaufzone nur berührt übergeordnet. Sehen wir hier, dass wir wirklich nur ganz knapp rein sind und Apple kann durchaus im weiteren Verlauf des Jahres, wenn es nochmal zu scharfen Abverkäufen kommt, auch nochmal tiefer eintauchen in diese übergeordnete Kaufzone. Das heißt jetzt wirklich hier Augen auf diesen Bereich zwischen 140 und 138 Dollar. Der hat hier wieder sehr, sehr gut funktioniert und gehalten. Und wie gesagt, jetzt gehen wir in den Tageschart und schauen uns die aktuellen Kursziele bei Apple an. Hier sind wir jetzt im Eintageschart von Apple und sehen dieses Bild von diesem Abwärtstrend. Das heißt hier wirklich der Jahresverlauf von Ende 2021, Anfang, Mitte 2022, die aktuelle Situation. Wir haben jetzt hier das Bild, dass Apple das alte All-Time-High sozusagen hier, was wir gebildet hatten, als Support backgetestet hat, wirklich ein sehr, sehr schönes Chartbild und jetzt hier auch wieder in diesen aktuell noch Abwärtstrendkanal wieder eingetaucht ist. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie weit diese aktuelle Rallye Apple führen kann, dann messen wir diese Abwärtsbewegung mal ab, gehen hier wirklich bis ans Tief runter und sehen, dass Apple jetzt hier kurz vorm 38er Fibonacci ist. Das heißt, ich rechne durchaus damit, dass der Kurs hier bei 150 Dollar, erstmal ist das eine psychologisch recht wichtige Marke und zweitens auch, weil hier das 38er Fibonacci läuft, also die erste wichtige Kursmarke auf dem Weg nach oben, dass wir hier nochmal eine gewisse Widerstandsbewegung bekommen. Wir haben jetzt hier auch ein ziemliches Gap im Kurs geöffnet. Das ist bei Apple aber nicht ungewöhnlich. Apple hat einige Gaps im Kurs, weil wenn es hier wirklich mal zu Bewegung kommt, dann kann Apple auch durchaus mal durchstarten. Aber wir sehen hier drüben zum Beispiel am 16. März, da hatten wir auch am Beginn dieser großen Erholungsrallye ein Up-Gap, also ein Gap nach oben, was hier dann wirklich sehr, sehr elegant mit dieser Kerze geschlossen wurde. Also diese Gaps sind durchaus relevant im Kurs von Apple und hier haben wir jetzt einfach eine Kurslücke so bei ca. 144 Dollar. Das heißt, wenn die Indizes Beginn der Woche nochmal ein bisschen Schwäche zeigen, dann achten wir einfach hier drauf, wann Apple dieses Gap schließt. Es kann dann durchaus sein, dass wir diesen Abwärtstrend hier auch nochmal als Support testen. Hier würde auch das 23er Fibonacci laufen. Das ist so die erste mildeste Kursmarke. Da haben wir gesehen, dass am ersten Tag dieser Rallye wir hier direkt an diesem 23er Fibonacci geschlossen haben und dann drüber gegappt sind nach oben. Das heißt, es ist hier durchaus denkbar, dass wir nochmal den Backtest von oben bekommen. Das wäre auch gar nicht schlimm, aber übergeordnet rechne ich bei Apple mit sehr, sehr großer Stärke, falls diese Rallye
Rally fortgesetzt wird. Wir sehen hier diese Rally nochmal im Mai, im März, die wir hatten, wo der Nasdaq und der S&P eben auch zur Erholungsbewegung angesetzt hatten, wo Apple wirklich in 10 Kerzen, die alle grün waren, das war die stärkste Rally bei Apple seit vielen, vielen Jahren, wirklich 20% in 14 Tagen. Das heißt, wir sehen, wenn die Indizes laufen, dann wird Apple einfach stark gesucht und stark gekauft. Und deshalb gehe ich auch davon aus, dass wenn diese aktuelle Bewegung in den Indizes fortgesetzt wird, dass wir mit Apple auf jeden Fall eine Aktie im Depot haben, die sehr, sehr gut performen wird. Und deshalb sind meine Kursziele hier für Apple wirklich analog zu den Fibonaccis aus der letzten Abwärtsbewegung. Das 50er Fibonacci Retracement bei ca. 156 Dollar, das 61er Fibonacci Retracement bei ca. 161 Dollar. Und sollte das durchbrochen werden, dann hätte ich übergeordnet noch diesen Abwärtstrend auf dem Schirm, den wir als Widerstand testen können, wie wir es hier im Februar, aber auch hier im März übergeordnet gemacht haben, was ich mir dann auch vorstellen könnte, dass Apple wirklich, falls richtig Bewegung reinkommt, hier nochmal durchstößt, hier wirklich, wie wir es hier gesehen haben, so eine Art Fakeout produziert, um hier die hohen Retracements, also das 78er oder gar das 88er Retracement aus der Bewegung anzutesten, dann könnte Apple auch nochmal durchstarten auf 170 bis 175 Dollar. Insgesamt muss man aber noch übergeordnet leider bärisch bleiben, weil wir in den Indizes einfach nach wie vor im großen Abwärtstrend drin sind und auch bei Apple sind wir in einem Abwärtstrend. Wir sehen hier im Dezember das All-Time-High, hatten aber dann hier im Beginn des Jahres eben keine neuen All-Time-Highs generieren können, sondern sehen hier auch übergeordnet tiefere Tiefs und tiefere Hochs. Das heißt, Apple ist hier auch wirklich noch nach wie vor im Abwärtstrend und der würde sich auch, ehrlich gesagt, übergeordnet wirklich erst auflösen in dem Moment, wo Apple neue All-Time-Highs generiert. Das heißt, hier insgesamt vorsichtig bleiben, die Kursziele auf dem Schirm haben. Ich habe Apple derzeit auch im Depot, das heißt, ich bin hier auch investiert und läuft natürlich sehr, sehr gut jetzt in dieser Aufwärtsbewegung, aber ich werde hier auch an den wichtigen Retracements einfach Gewinne rausnehmen und spätestens hier am Abwärtstrend werde ich sehr, sehr vorsichtig sein, um einfach beobachten zu können, wie sich hier Apple verhält, ob es hier zur Korrekturbewegung kommt oder ob er wirklich ein weiteres Mal hier durchstoßen kann. Insgesamt muss man sagen, ist Apple natürlich eine Aktie, die man im Depot haben kann und im Depot haben sollte und die, wenn die Indizes stark performen, auch definitiv sehr, sehr gut mitläuft. Wir kommen zur Analyse von der Microsoft-Aktie und sehen hier auch zuerst den 3-Tages-Chart, um uns ein gutes Bild zu machen, wie sich die Aktie in letzter Zeit übergeordnet verhalten hat. Wir sehen hier auch die Entwicklung seit dem Corona-Tief, da war Microsoft bei ca. 130 Dollar und dann hier auch die starke Aufwärtsbewegung natürlich analog zu den Tech-Titeln, die uns zum All-Time-High von ca. 350 Dollar getragen hat, aber dann natürlich auch mit dem Nasdaq und dem S&P 500 der starke Korrekturverlauf im Jahr 2022, wo wir hier das Tief der Korrektur gesehen hatten bei ca. 250 Dollar, knapp drunter. Seitdem hat sich Microsoft auch sehr, sehr gut erholt, also läuft wirklich ähnlich stark wie Apple. Wir sehen hier auch eine ähnlich starke 3-Tages-Kerze aktuell, wirklich auch eine sehr, sehr gut performende Aktie. Ist ja nicht anders zu erwarten. Für mich Microsoft auch ein absolutes Basisinvest, wer hier wirklich auf Tech und Wachstum setzt. Und hier sehen wir, dass Microsoft ein bisschen tiefer korrigiert hat wie Apple. Wir sind hier ein bisschen tiefer eingetaucht in die Golden Zone seit dem Corona-Tief bis zum All-Time-High, sind hier fast bis zum 50er Retracement durchgelaufen. Das heißt, technisch ist Apple tatsächlich noch ein bisschen stärker als Microsoft, aber auch hier eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Hier sind wir bei Microsoft abgetaucht auf die 200er Moving Averages im 3-Tages-Chart. Das ist schon wirklich nicht jetzt der wichtigste Moving Average, das würde ich auf keinen Fall sagen, aber es ist immerhin der Preisschnitt der letzten 600 Handelstage. Das heißt, hier hat Microsoft durchaus gewissen Value erreicht, aber auch hier ist nicht ausgeschlossen, dass wir im weiteren Verlauf des Jahres nochmal tiefer abverkaufen, um hier diese Kaufzone nochmal ausgiebig zu testen. Das heißt, wer jetzt hier aktuell investiert ist, wir schauen uns natürlich auch hier bei Microsoft gleich im Tageschart die aktuellen Ziele an dieser Korrektur. Wer hier investiert ist, sollte durchaus auch das Wort Gewinnmitnahmen im Kopf haben, weil ich einfach nicht sagen kann, ob wir hier jetzt wirklich schon den endgültigen Boden gesehen haben 2022 oder ob wir wirklich im weiteren Verlauf nochmal tiefer abverkaufen. Das heißt, auch bei Microsoft auf dem Weg nach oben jetzt die Gewinnmitnahmen planen und im Kopf haben. Wir schauen uns jetzt, wie gesagt, gleich im Tageschart an, wo diese Rallye uns noch hinführen kann.
Wir kommen zum Eintageschart der Microsoft-Aktie und sehen hier die letzte Bewegung aus dieser Erholungsrallye, die wir im März gesehen hatten. Das heißt, hier ist sozusagen gleichlaufend mit den Indizes, was wir im Nasdaq besprochen hatten, hier das Zwischenhoch aus der März-Rallye und dann jetzt hier der Abverkauf April und Mai. Das heißt, wir sehen jetzt hier diesen Abwärtstrendkanal, den man hier auch, finde ich, relativ schön einzeichnen kann. Der hat an der Oberseite ein paar Berührungspunkte, hier so einen kleinen Ausbruch, Fake-Out, dann der große Abverkauf und hier am Boden vor allen Dingen einige interessante Berührungspunkte hatte dann hier gleichlaufend mit den Indizes am 20. Mai seinen Tiefpunkt und seitdem ist die Microsoft-Aktie jetzt auch schon wieder 10% gelaufen und ich habe jetzt hier mal das Fibonacci eingezeichnet, einfach um diese Abwärtsbewegung mal auszumessen und da sehen wir jetzt, dass wir am Freitag ganz knapp über das 38er Fibonacci noch ausgebrochen sind. Das ist hier so circa bei $272, wir sind auf $273 gestoßen und auch hier sind meine Kursziele jetzt erstmal das 50er Fibonacci bei ca. $280 und das 61er Fibonacci bei ca. $288. Da würde Microsoft dann auch hier in wichtigen Widerstand reinlaufen, eben aus April und Mai. Das ist hier ein sehr, sehr ähnlicher Chart wie in den Indizes. Microsoft ist hier sehr, sehr ähnlich wie der Nasdaq und der S&P 500 auch vom Verlauf her. Und ich rechne dann hier so bei ca. $288 mit gewisser Schwäche im Kurs. Das wird sich natürlich auch mit den Indizes gleichlaufen. Wenn wir dann dort zur Korrekturbewegung ansetzen, dann wird es Microsoft im Endeffekt auch tun. Aktuell sehe ich aber noch durchaus ein bisschen Aufwärtspotenzial hier für diese Bewegung, dass wir hier wirklich noch in die 280 oder 288 reinlaufen, eventuell sogar auch hier irgendwie die 290 berühren. Das wären hier so die Tops aus dieser Widerstandsformation, die ich hier gerade eingezeichnet habe vom Mai und von Ende April. Das heißt hier durchaus noch Luft nach oben, aber wie gesagt, nicht vergessen, Gewinne mitzunehmen. Microsoft hat hier auch so ein Mini-Gap erzeugt jetzt bei $267 am Freitag, weil wir wirklich einen sehr, sehr impulsiven Tag hatten, wo wir einfach nicht so weit runter korrigiert hatten, um hier dieses Gap noch zu schließen. Das heißt hier auch so eine gewisse Geschichte, aber auch wenn man zurückschaut, Microsoft Chart ist auch voll mit Gaps. Also da würde ich jetzt nicht zu viel draufsetzen aktuell hier. Wirklich eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr impulsive Bewegung, vor allen Dingen auch sehr, sehr bullisches Momentum hier aufgebaut, fast parabolisch. Wir schauen jetzt hier mal kurz in den Tages-RSI und da sehen wir, dass wir gerade bei 53 sind. Also wir kommen hier wirklich gerade in den bullischen Bereich, beziehungsweise kommen hier von neutral in den bullischen Bereich. 60 ist dann die bullische Kontrollzone und ab da 70 werden wir dann erst überkauft. Das heißt hier, Microsoft hat wirklich noch Luft nach oben. Man muss jetzt hier keine Angst bekommen, aber sollte immer auf dem Schirm haben, dass wir auch jederzeit nochmal zu einer Korrekturbewegung ansetzen können. Das heißt, wir können hier diesen Abwärtstrend nochmal als Support testen, da werden wir so im Bereich $264 und dann durchstarten. Wir können dann hier das 38er Fibonacci nochmal als Support testen, dass wir wirklich nochmal hochkommen und im Endeffekt hier jetzt kurz mal durchgehen und sagen, komm, wir kommen nochmal zurück und starten dann durch. Aber hier auch noch das 23er Fibonacci, das wäre dann hier so im Bereich, falls wir jetzt wirklich nochmal direkt runterkommen, so im Bereich dieses Backtests, dieses Trendkanals. Übergeordnet gefällt mir Microsoft hier natürlich sehr, sehr gut. Es ist auch ein Basisinvestment, was ich finde, gehört in jedes Depot rein und aktuell aber auch als Momentum-Aktie durchaus interessant zu haben im Depot für diese aktuelle Erholungsbewegung. Das war's mit dem heutigen Video. Schreib mir mal in die Kommentare, was du von dieser Bitcoin-Situation aktuell hältst, dass sich der sozusagen abgekoppelt hat von den Indizes. Denkst du, das ist übergeordnet ein bullisches Signal und wir stehen kurz vor einer großen Valley im Bitcoin oder denkst du, das ist eher ein schlechtes Signal und der Bitcoin wird weiter abverkaufen? Das würde mich wirklich sehr interessieren, also schreib es mir in die Kommentare. Lass dem Video sehr, sehr gerne dein Like da und abonniere den Kanal. Ich bedanke mich wie immer vielmals für deine Aufmerksamkeit und sage ciao.